Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Ich fahre jetzt gleich zum Stall und gehe dann eine kleine Runde ins Gelände mit Radieschen. Ich dachte, ich nehme mal wieder mit auf einen kleinen Ausritt und ja, wir sehen uns dann gleich am Stall wieder. Geholt. Es gibt eine kleine Planänderung. Wir werden jetzt doch nicht ausreiten mit Michel, weil sehr, sehr viele Trecker draußen rumfahren und da ist mir das dann immer ein bisschen zu stressig. Deswegen ja, reiten wir jetzt auf den Platz. Und, der wird mein Freund ein bisschen was mitfilmen für euch. Ja, genau. Und dann geht's auch gleich auf den Platz. Wir sind tatsächlich ganz alleine jetzt hier im Stall, deswegen bietet sich das sehr an, dass wir vielleicht auch noch einen kleinen Sprung aufbauen möchten. Katze. So, ich verschneide jetzt noch eben die Trense von Radieschen und dann geht es gleich auf den Platz. Es gab nämlich eine kleine Planänderung bei uns. Eigentlich hatte ich ja vor, ausreiten zu gehen, aber ich weiß nicht, ob man es vielleicht auch im Hintergrund hört. Es sind extrem viele Trecker unterwegs. Deswegen haben wir uns entschieden, doch nicht ausreiten zu gehen. Bei Radieschen und Trecker ist es so eine gute Kombi. Wir haben auch noch einen Hund dabei von einer Freundin. Und ja, da geht das nicht so gut. Deswegen gehen wir jetzt auf den Platz. Ich bin jetzt nicht so motiviert, wie man vielleicht sieht. Aber ja. Ich bin schon wieder so lange nicht geritten, dass ich nicht mehr weiß, welche Steigbügellänge ich hatte. Ich habe nämlich noch zwei Reitbeteiligungen. Es ist jetzt, glaube ich, schon 3 Wochen her, dass ich auf dem Platz saß. Aber ja. Krass, ne? Ich reite jetzt noch ein bisschen Schritt, bevor wir anfangen. Und ja, ich hatte ja heute meine Fäden von den Weisheitszähnen rausbekommen. Da ist auch alles in Ordnung, sodass der Zahnarzt meinte, ich kann auch heute wieder ganz normal Sport machen. Ich war tatsächlich schon am Sonntag einmal im Fitnessstudio. Aber ich habe so einen Muskelkater von der, wir haben Beine trainiert. War jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, aber am Ende reiten geht immer.
Station gemacht, ja? Also ich brauche eben ganz kurz eine Schlafpause. Das ist richtig schlecht. Vor lauter Anstrengung. Das war jetzt nicht auch schon ziemlich fertig. Aber bei der Kameramann muss jetzt gerade ein Hindernis laufen. Ich bin nämlich jetzt schon einige Zeit jetzt nicht geritten. Und da ist ja heute ziemlich viel Trauer. Also da ist wieder ein Zug. Wie gesagt, da ist ja halt ziemlich viel Power. Ich weiß nicht, ob man es auch auf dem Video sieht. Aber ich bin ziemlich fertig. Und deswegen machen wir ziemlich viel. Vielleicht mal ein, zwei Mal rüberhüpfen und dann. Du musst ja nicht übertreiben direkt am ersten Tag. So, ich mache ein bisschen jetzt mal fertig. Ich krieg gleich noch sein Futter. Davor werde ich allerdings noch mal eben die Cavalettis wegräumen. Die stehen ja noch auf dem Platz. Dann wird sein Futter gemacht und dann kommt auch gleich wieder auf die Weide. Ja. Ich glaube, er wird morgen Muskelkater haben, ich werde morgen auch Muskelkater haben. Aber dann dafür, dass wir jetzt so lange nichts gemacht haben, lief er echt sehr, sehr gut. Und er war sehr motiviert. Und ja, ich bin echt zufrieden. Also er hätte ein bisschen mehr bei mir sein können die ganze Zeit. Er ist dann manchmal ein bisschen weggerannt, aber ja, irgendwie. Es war trotzdem. So, Radieschen isst jetzt gerade sein Essen wieder. Ist heute ein bisschen flüssig geworden. Er mag das nämlich nicht so flüssig eigentlich, aber ja, er frisst es wenigstens. Die Hälfte geht zwar daneben, aber ja, er hat sich auf jeden Fall verdient. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und auch ein Like. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euer Stallalltag so aussieht. Ja, ich fahre jetzt zu Hause. Radieschen hat jetzt aufgegessen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!